Halleluja, wer ist er? Selbst hier will ich leben wie in der Großstadt. Sagen wir mal Hallo. Eckhart. Hallo, Eckhart. Na, hallo, arbeitest du etwa bei Immunuk? Kennst du das? Man ist gerade umgezogen, fühlt sich im neuen Haus aber so gar nicht heimisch. Ich dachte schon daran, mir fachkundige Hilfe zu suchen, um dieses Problem anzugehen. Oh, könntest du mir nicht beim Einrichten helfen, Bocco? Ja, muss ich ja, ne? Ich glaube, ich habe nicht die Wahl, einfach Nein zu sagen, weil hier rennt ja auch sonst kein anderer rum. Wirklich, das freut mich. Ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis zu sehen, Bocco. Bocco Toco. Bocco Loco. Wer denkt sich sowas eigentlich mal aus? Bocco. Aber nun gut. Wunderbar. Dann lass deiner Kreativität in diesem Zimmer einfach freien Lauf. Okidoki. Ach ja, bevor ich es vergesse, in den Kisten sind ein paar Kleinigkeiten von mir. Könntest du die bitte für die Einrichtung verwenden? Berühre sie einfach, um sie auszupacken. Das geht klar. Mitten in der Metropole. Was haben wir denn hier? Damit kann ich viel anfangen. Sehr gut. Also, was ich möchte so eine Dach, so ein Loft haben. Ist ein bisschen klein, aber gut, was hat er für neue Sachen? Boah, extrem viel und extrem viel Astro. Aber ich finde bei den Astro-Dingern das Orange einfach immer scheiße. So, das gefällt mir noch nicht. Dann hat er das noch mitgebracht. Das ist ja auch ganz cool. Das ist nicht so cool. Ich glaube, das nehme ich sogar. Das sieht dann so aus, als wären dann überall so Fenster. Ich meine, das ist auch cool, aber ich glaube, das passt sehr gut zu ihm. Vom Boden her fand ich den eigentlich so cool, aber schwarz ist auch eigentlich... Schwarz gefällt mir auch. Okay, diese 3D-Böden finde ich auch übrigens mega ätzend. So mega ätzend. Was ist mit Holz? Na, also Minimalboden vielleicht. Obwohl, der ist auch nicht schlecht, ne? Fanny, machen wir erstmal das Schwarze. Wenn wir dann... Seht mal, wenn wir hier jetzt diese Fenster überall haben... Wo sind denn die? Noch finde ich hier mich nicht ganz zurecht. Bei den Lampen oder was? Ja, was auch immer das mit einer Lampe zu tun hat. Wenn wir das hier jetzt so hinstellen, dann sieht das so aus... Als wäre das halt einfach... Oh, das will ich die ganze Zeit gar nicht. Als wäre das halt die ganze Zeit so eine Fensterwand-Dingens. Aber auf der anderen Seite nimmt es halt auch einfach mega viel Platz weg. Weil wenn ich das hier mache und hier mache und hier mache, haben wir am Ende gar keinen Platz für andere Sachen. Ich glaube, ich lasse die Trennwand sein. Ja, hüll nicht rum. Was ich mit der mache, weiß ich aber noch nicht. Ich möchte auf jeden Fall... Was haben wir denn? Was haben wir denn so an Sofas? Achso, das sind Betten. Brauchen wir ein Bett? Ich weiß nicht, ich habe mir das jetzt gerade eher so als Wohnzimmer vorgestellt. Hihi. Ja gut, einen Tisch haben wir schon. Finde ich auch mit am besten. Den Astro-Tisch. Ich weiß nicht, ich finde die Astro-Sachen an sich schön, aber ich mag... Das Orange halt nicht so. Irgendwie ist Orange halt auch nicht so meine Farbe. Es würde zu ihm passen. Aber warum muss sein Haus orange sein, wenn er orange ist? Das wäre auch nicht so Minimaltisch. Aber wir müssen ja wahrscheinlich das andere Gedöns da benutzen. Ich glaube, so einen Regiestuhl fände ich mega gut. Er findet das auch gut. Das ist auch sehr knorke. Streifensofa gefällt mir gar nicht. Astro-Sofa sieht cool aus, nur kein Orange. Ich finde das Minimalsofa echt noch mit am besten, weil es halt auch eher designermäßig aussieht, ne? Muss ich ja mal sagen. Ich glaube, ich mache das hier so... Ich weiß noch gar nicht, wo ich das hinmache. Wenn wir das so nach vorne machen.
könnten wir das irgendwie so... Ich würde das gerne einfach so dazwischen, aber das geht nicht. Was wäre auf der einen Seite, wäre das natürlich auch irgendwo schwachsinnig, ne? Warte mal. Kann man... Wenn ich jetzt noch eins so nehme und das dann so mache und so... Nee, dann sieht das schon wieder doof aus, finde ich. Also nur, wenn wir das jetzt so hätten, das... Ich bin gerade sehr unentschlossen. Das finde ich auch doof. Man muss halt irgendwie dann immer... Man hat halt immer irgendwas frei. Aber wenn ich das jetzt hier rüber nehme... Und das so hab, dann sieht das eigentlich ganz passend aus. Ja, ich finde nur, dass das dann halt irgendwo auch ein bisschen schwachsinnig ist. Also man könnte dann hier so durchgehen und dann könnte man hier, dann weiß ich nicht, vielleicht so ein Ankleidezimmer oder sowas. Und hier dann so ein Essbereich oder so. Ja, doch, ich glaube, das finde ich echt ganz cool. Aber ich glaube, den möchte ich da so nicht noch hinstellen. Schau mal, wenn wir den jetzt weiter zurück machen, dann kann man hier besser durchkommen. Obwohl, dann steht das auch ein bisschen im Weg. Die werden sich ja wahrscheinlich eh nicht einfach so von selber hier raufsetzen, ne? Aber ich glaube, offen finde ich besser. Ich weiß nicht, wie ich das besser finde. Aber ich glaube, die werden sich da eh nicht von selber raufsetzen. Deswegen ist es, glaube ich, in Ordnung. Dann kann ich den, obwohl den möchte ich echt benutzen. Ja gut, ich gucke einfach mal, was er hier denn noch so hat. Er hat nämlich viele neue Klamotten mitgebracht. Und ich finde, das sollten wir dann... natürlich auch gleich nutzen. Oh, wie geil, das können wir sogar an die Wand hängen. Also ich bin definitiv für dieses Ankleidezimmer. Das ist, glaube ich, eine mega, mega gute Idee. Und das finde ich jetzt eigentlich ziemlich hässlich. Die anderen beiden Sachen. Aber dann könnten wir vielleicht das so aufstellen. Oh, voll gut. Dann auf jeden Fall so eine fancy Brille. Die muss auf jeden Fall da sein. Das muss auch da sein. Und am besten natürlich noch Lederslipper. Er findet es auch gut. Das ist sehr schön. Dann packe ich aber... Ich packe das auf den Tisch. Auf den Minimaltisch. Oder auf so einen Glastisch. Astrotisch? Ja, den Astrotisch nicht mehr. Nee, der passt hier nicht wirklich rein. Der passt nicht in mein Farbenkonzept. Ja, warum ist denn jetzt überrascht? Ich dachte, der findet das Ding voll geil. Das macht nicht sehr viel Sinn. Ja, ich weiß nicht, ich finde den Minimaltisch eigentlich jetzt auch nicht so schlecht. Warte mal, wir packen mal die Sachen alle nochmal hier hin. Ich würde nämlich ganz gerne drehen und dann hier so an die Wand stellen eher. Am besten so, aber dann kann ich hier ja hier so nichts mehr reinstellen. Ich kann den auch so da hinstellen und dann da noch irgendeine Pflanze oder so. Ich glaube, den Tisch mag ich. Ich gucke nochmal, wie das mit dem aussehen würde. Das sieht auch ganz schön cool aus. Ich nehme jetzt erstmal den Minimaltisch. Das kann ich dann am Ende ja notfalls immer noch ändern. Wenn ich das denn doch anders cooler finden würde, dann möchte ich, dass der da auch drauf ist. Nee, nicht so rum. Schon so dann. Dass man das halt gut sehen kann, dann... Okay, den haben wir dann ja da schon hängen, ne? Warte, wenn wir den jetzt hier machen...
Obwohl ich den auch eigentlich eher lieber so hätte, aber das geht ja leider nicht. Könnte ich die Lederslipper... Obwohl, können wir auch tauschen. Wir können die Schuhe mal hier so hinmachen. Obwohl, das packen wir mal weg. Ich würde da nämlich eigentlich ganz gerne eine Pflanze hinpacken. Weil der passt hier nicht rein, oder? Ich finde, das sieht ein bisschen schwachsinnig aus. Weil dieses Braun passt halt einfach hier nicht rein. Also dann, Pflanzen. Kakaobaum? Der sieht eigentlich ganz... Nee. Erst dachte ich, er wäre cool, aber eigentlich finde ich ihn nicht cool. Aber was ich extrem cool finde, ist diese Rose. Die ist ja mal total schön. Die stelle ich gleich hier in die Mitte. Wie zu einem romantischen Dinner oder so. Ich glaube, das wäre eine gute Pflanze für ein Stadtapartment. Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, das passt ganz gut. Obwohl. Wie war es damit? Ich glaube, das passt sogar noch besser. Was ist hiermit? Ich muss hier gerade mal ein bisschen... Obwohl, ich glaube, das passt am besten. Nee, doch nicht. Also, ich bin da sehr eigen. Ich möchte dann auch, dass das alles sehr, sehr schön wird. Ich möchte dann aber... Oh, ein Wandfernseher. Der kommt gleich hier mit hin. Und... Ja, das könnten wir gleich noch in die Küche packen. Machen wir gleich mal... Oh, ein Billardtisch und so. Und so ein... Oh, das wollte ich gerade gar nicht hier hinstellen. Upsi. Ich finde aber, wir brauchen auf jeden Fall... Oh... Der ist ja mal mega gut. Aber dann kommen wir hier aber nicht durch. Nein, wie doof. Oh, das ist ja mal mega ärgerlich. Sonst hätte ich den eigentlich ganz gerne so einfach als Lampe hingestellt oder halt hier dann irgendwie so. Aber... Okay, den stelle ich hier hin, weil den möchte ich auch unbedingt benutzen. Den können wir ja sonst zu dem Regiestuhl hinpacken. Und dann... Ach, ich suche die ganze Zeit die Kleider. Ja, wo sind die denn? Bei den Kleidern vielleicht. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte gerade eigentlich eher die Wanddinger... Dann gucken wir hier über die Suche. Weil auch wenn ich die nicht sehr schön finde, so passen sie doch in dieses Ankleidezimmer-Dings rein. Wieso denn da? Pack's doch hier hin. Warte, die tauschen wir mal. So, ich glaube, der kommt dann doch so. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Obwohl, ich habe auch gerade gesehen, ich weiß nicht, ob er das mitgebracht hatte oder ob das schon... Wer möchte so eine Ente haben? Und die Minimallampe ist auch schön, aber wir haben halt einfach gerade echt keinen Platz dafür. Aber das Notebook muss hier unbedingt mit hin. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch einen Schreibtisch mache. Ansonsten könnte das auch eigentlich mit so hier hin, aber wenn dann andersrum, oder? Ja, doch, das würde ich ganz cool finden. Aber ich möchte den gerne anhaben. Huch, das habe ich getan. Das wollte ich gar nicht. So, dann drehen wir das erstmal, damit ich den anmache. Tja, genau. Okay, auch wenn mich das Gedödel immer so ein bisschen nervt. Wo machen wir ihn aus? Ganz ehrlich. So, dann, genau, ich wollte nach dieser einen komischen Pflanze hier gucken. Die ist hier aber gar nicht. Was ist sie denn? Ist sie ein Raumteiler? Nein, sie ist auch kein Raumteiler. Wo ist denn das Ding hin? Ich meine dieses Weiße mit dem Grünzeugsgedöns da oben drauf.
Gut, eine Anlage haben wir schon, die können wir ja auch nicht tauschen dann. Ein Kleiderschrank oder so wäre noch ganz gut, aber das passt auch nicht ins Ankleidezimmer leider. Aber so ein Aktenschrank, so als Kleiderschrank oder so, wäre, glaube ich, ganz cool. Obwohl, ich finde das Astro-Regal natürlich auch ziemlich schick. Ziemlich schick. Wo ist denn das? Ach, hier ist das. Pflanzenraumteile. Würde ich das sogar besser finden als... Moment. Nee, ich glaube, ich würde das nicht besser finden. So. Das könnten wir aber dann hier hin oder sowas stellen. Packen wir den mal hier hin. Obwohl, ich bräuchte noch einen Tisch. Ein Tisch wäre noch ganz gut. So zum Essen und so.